ihr könnt ein Projekt durchziehen. Traut es euch einfach mal. So, jetzt geht's endlich los mit dem Tapezieren. Ich habe meinen Vater als Unterstützung dazu geholt, beziehungsweise Unterstützung, der macht das natürlich, ist klar. Ich bin da hier noch Handlanger. Ich versuche das ein bisschen zu dokumentieren, so gut es geht, was wir da einzelne Schritte machen. Als erstes machen wir mal den Kleister an, das zeige ich jetzt. Jetzt sind wir dabei, den Kleister anzurühren. Da ist es wichtig, dass man nicht alles auf einmal reingibt, sondern immer langsam dazu gibt und immer gut rührt. Weil wenn es mal Klumpen gibt, dann hat man echt ein Problem. Und auch beachten, was auf der Packung steht, die genaue Menge von Wasser. Und wir haben jetzt hier auch kaltes Wasser genommen, man muss also kein warmes Wasser nehmen. So, und der zweite Punkt ist jetzt, fangen wir einfach mal an, die Tapeten auf Länge abzuschneiden. Das heißt, wir messen bis von Decke bis Boden und dann schneiden wir mal so 10 Stück oder so einfach auf Länge ab. Und dann haben wir so eine tolle Kleistermaschine, die ist auf dem Boden, zeige ich nachher. Dann können wir mal die ganzen Sachen einkleistern. Die Wände sind sauber verspachtelt, das sollte eigentlich so funktionieren. Ja, wie gesagt, schneiden, einkleistern und dann erzähle ich weiter. Da will ich euch jetzt mal einen kleinen Trick zeigen mit so Löchern, gerade bei Raufasern. Und zwar kann man da, um so Löcher zuzumachen, wenn man sie jetzt nicht wieder frisch tapezieren möchte, kann man eins machen, man steckt einen Kleenex rein. Nimmt man am besten den Schraubenzieher, aber mache ich jetzt mal mit der Schraube. Einen Kleenex reinstecken, soweit es geht. Und dann einfach so mit dem Finger ein bisschen reindrücken und so, dass die Struktur von der Raufaser so ungefähr nachgebildet wird. Und wenn man jetzt hier an der Stelle drüber streicht, dann sieht man die Stelle nicht mehr, wo jetzt vorher das Loch war. Also das ist ein ganz guter Trick, wenn man so irgendwie an der Wende bei Raufasern irgendwelche Löcher hat, die man überstreichen möchte, einfach ein Kleenex oder ein Klopapier oder ein Tempo reinstecken und dann sieht man nachher die Löcher nicht mehr. So gelacht. So, jetzt kommen wir dazu, die Tapeten mit Kleister einzuschmieren, sage ich jetzt mal schwäbisch. Wir haben hier eine Tapeziermaschine. Und da hat jetzt mein Vater schon angefangen, den Kleister reinzukippen, leeren. Und ich klappe das, ich klappe das mal hoch und ja, ich zeige mal die Maschine von rein. So, jetzt mal zur Funktion. Also hier, wie gesagt, ist der Kleister drin und dann ist hier eine Walze, die den Kleister mit sich zieht. Hier sieht man es jetzt auch schon. Und da drüber über die Walze wird dann nachher die Tapete drüber gezogen. Hier gibt es so ein Abschiebeblech, an dem kann man einstellen, wie viel Kleber oder Kleister auf der Walze drauf bleiben soll. Beim Drehen zieht dieses Blech den Kleber dann unten immer ab und dann kann man hier dementsprechend die Stärke einstellen. So, und jetzt zeigen wir mal, wie das Ding funktioniert. Chef, leg mal eins drauf. Machen wir mal zuerst von dahin. So, wichtig natürlich ganz klar, dass man sie richtig rum drauflegt, ja, dass man die richtige Seite auch einkleistert. So, die wird jetzt auf die Walze draufgelegt. Mal vielleicht ein bisschen weiter, dass man sieht. Auf die Walze draufgelegt. Dann ein bisschen drüber gezogen, dann klappt man das runter und dann kann man die Tapete gerade so drüber ziehen. Da muss man aufpassen, dass es nicht verläuft, dass man auch immer schön auf der Walze bleibt. Und jetzt sieht man hier, kommt schon so ein dünner Film von dem Kleber drauf. Jetzt machen wir mal in der vollen noch eine Aufnahme. Ja, das ist gut. So, jetzt machen wir das gleiche nochmal.
von weiterem weg, dass man auch sieht, wie man das zusammenlegt. Also nochmal in die Maschine einspannen. Dann umklappen. Und jetzt zurückziehen. Beim Zurückziehen kann man entweder nach rechts oder links ein bisschen mehr ziehen und dann kann man das steuern, dass es immer schön in der Mitte von der Rolle bleibt. So, dann drei Viertel durchziehen und dann einmal zusammenklappen auf der einen Seite. Dann zieht man den Rest voll durch. Und dann klappt man das auch zusammen. Und dann kann man sie so, wie sie zusammengeklappt ist, ein paar Minuten liegen lassen. So, wie der Chef das macht. Bis sie dann gezogen hat und dann kann man sie an die Wand dran kleben. So, ich erkläre noch kurz was dazu. Die erste Bahn setzen wir jetzt in der Ecke sauber runter. Natürlich vorausgesetzt, dass auch die Wände schön sauber gerade sind und die Ecken gut sind. Sind es natürlich bei mir, habe ich selber verputzt. Ja, nicht wirklich. So, und dann von oben nach unten die Bahn anbringen. Mit der Walze die Blasen rausmachen, dass keine Blasen drin sind, ganz wichtig. Scheiße. Okay, irgendwas ist scheiße, weiß nicht was. Was ist das Problem? Meine Wand ist krumm. Also, jetzt muss man natürlich gucken, dass es sauber in der Ecke ist. Ja. Das ist zum Thema Wandgerade. Wenn irgendwo jetzt ein bisschen wenig Gleichstoff dran ist, dann kann man auch mit dem Pinsel natürlich noch ein bisschen Gleichstoff nachbringen oder nochmal anbringen und dann kann man es nochmal hinkleben. So, gerade an den Ecken und Kanten empfiehlt es sich immer ein bisschen nochmal Gleichstoff anzubringen, dass da die Wand auch das aufnimmt. Fließtapete sagen wollte, also die hat einen großen Vorteil, dass die Fließtapete nicht schwindet oder auch nicht quillt. Das heißt, wenn man jetzt die Stöße zusammen macht zwischen den zwei Bahnen, dann macht man 0 auf 0, weil eben die nicht nachher sich irgendwie wieder zusammenzieht, wenn sie trocknet oder wenn sie mit Kleber voll ist, dass sie dann aufquillt. So hat man den Vorteil, dass man nachher den Stoß auch hoffentlich nicht sieht, ja. Das ist nur der große Vorteil von diesen Fließtapeten. Streichen. Schon wieder. Mal wieder. Das Schlimme ist bloß, das kennt jeder wahrscheinlich, wenn man weiß auf weiß streicht. Wenn man nicht sieht. Weil da sieht man gar nicht, wo man gestrichen hat. Außer es war richtig schwarz.
Bei der Rohfaser streicht man immer in die eine Richtung und dann um 90 Grad versetzt in die andere, damit sich die Poren schön schließen. So, jetzt machen wir eine kurze Pause und dann gibt es Tartatar. Mal gespannt, ob uns das schmeckt, aber bestimmt, hat meine Frau selber gemacht. So, wir haben jetzt gerade noch beschlossen, dass wir die Wand auch noch fertig machen. Das heißt, jetzt legen wir noch eine Nachtschicht ein. Bestechung. Aber, ja, ich habe da halt noch meinen Helfer oder meinen Angestellten da bestechen müssen. Jetzt gehen wir noch geschwind das Tartar essen und dann geht's weiter. Macht aber bloß die Hälfte. Also, meine Frau sagt Tartar heißt es, wie auch immer. Aber ist gut. Und wenn wir die beiden dann fertig sind, dann ist vielleicht Feierabend. So, jetzt bereiten wir wieder die Tapeten vor, dass wir sie eingleistern können. Und da ist es jetzt wichtig, dass man sie immer nach dem Muster übereinander legt. Die hat hier einen Rapport. Und da muss man natürlich aufpassen, dass wenn man sie lenkt, dass auch immer das Muster miteinander zusammenpasst. Das ist ganz wichtig. So, hier in dem Fall tun wir jetzt die erste Bahn mit dem Lot ausrichten. Das ist im Prinzip wie so ein Pendel an einer Schnur. Und da kann man dann einen geraden Strich runter zu es machen, dass das dann als Orientierung dient. Wir tun auch wieder eingleichern und zusammenlegen. Natürlich jetzt umschickt zum Filmen hier. Sehr gut, der Kuchen gewesen. Ja? Jawohl. Das bringt mich wieder vor. So, ich helfe jetzt einmal. Ich weiß zwar nicht was, aber ich helfe mal. Finger weg. Ja. Mach's denn bündig oben. Da muss man nicht abschneiden. Schön sein, ja. Er will sich nicht sagen lassen. Schwitzt nicht an. Das ist übrigens das Pendel. Mit dem haben wir es ausgerichtet. Pendel? Das ist heißt, auch so ein Pendel. Das ist schade. Also es ist kein Pendel, sondern ein Senklot. Senklot. So. Senklot. Pendel. Tapezieren ist jetzt soweit fertig. Wir haben jetzt diese Wand tapeziert, mein Vater hauptsächlich, und dann den anderen Bereich hier, der ist jetzt auch tapeziert. Ich mache dann nachher noch mal kurz einen Schwenk, auch mal vielleicht durch die ganze Küche, dass ihr seht, wie gerade so die Baustelle bei uns aussieht. Tapezieren ist soweit fertig. Die Tapete hat meine Frau ausgesucht, also das ist so eher die Innendekorateurin oder die Designerin. Ja, ich führe das immer meistens nur aus. Sieht ganz gut aus, finde ich, kommt ganz gut raus. Ich hoffe, man sieht es ein bisschen auf dem Film. Ich muss jetzt oben und unten noch die Tapete abschneiden und dann ist der Bauabschnitt auf der einen Seite zumindest schon mal fertig. Ich mache jetzt mal einen Schwenk, also hier kommen wir zur Türe rein. Da unten ist noch mein ganzes Equipment. So, dann kommen wir hier zu dem Erkerbereich. Und hier geht es dann schon wieder Richtung Küche, Arbeitsfläche.
Jetzt sehen wir es mal von der anderen Seite. Also in der Küche selber hat sich außer die Decke noch nicht so viel getan. Das kommt dann als nächsten Schritt, wenn der Boden fertig ist, dran. Momentan haben wir hier provisorisch uns einen Bodenbelag hergestellt, dass wir da auch die Küche noch weiter betreiben können. Hier nochmal die Tapete mit dem Muster drin. Ich hoffe, man kann es vielleicht ein bisschen erkennen. Im oberen Bereich muss ich noch abschneiden. Im unteren auch. Und wie gesagt, die anderen Wände sind mit der feinen Tapete, die so einen glatten Effekt dann hervorrufen. Bei dieser Tapete an der Wand ist die Struktur von der Tapete selber oder von der Fließtapete so fein, dass sie also ganz leicht nur noch zu sehen ist. Das macht einen Eindruck, wie wenn die Wand ganz glatt ist. Und das kommt also sehr gut raus. Da einmal drüber gestrichen, dann sieht man die Naht auch nicht. Und man könnte fast meinen, das ist eine glatte, verputzte Wand. Wichtig ist dann nur, dass der Untergrund, also die vergipste Wand an sich selber, auch sehr sauber gearbeitet ist. Deswegen habe ich dich ja auch so viel gespachtelt, weil sonst Unebenheiten da wären oder irgendwelche Bohren rausschauen und das sieht dann nicht gut aus. So, ihr habt jetzt noch einen kurzen Schwenk gesehen hier von meiner Küche. Ich hoffe, euch hat jetzt mein kurzer Film über das Tapezieren, nein, Film, ich muss ja Video sagen, schreiben immer wieder Leute. Also mein kurzes Video hat euch hoffentlich gefallen, so über das Tapezieren, wie wir das machen, wie das mein Vater hauptsächlich macht. Ich hoffe, ihr könnt ein bisschen was für euch damit rausnehmen aus dem Film. Würde mich freuen, wenn es euch gefallen hat und ihr mir den Daumen hoch gebt. Und wenn ihr möchtet, könnt ihr auch gern mal bei mir auf dem Kanal vorbeischauen. Da gibt es die anderen Teile, was davor schon passiert ist. Oder auch vieles mehr im Bereich Do-It-Yourself.